I be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei uns Star Wars YouTuber Epic Wars. Hier sind wir auf Fracht gelandet, zum allerersten Mal live mit Epic hier bei Fracht. Es ist schon an sich schon am Start, aber wir drehen mal hier rein, gucken, was passiert. Die ein oder anderen wollten ja ein bisschen Abwechslung sehen. Und ja, da habt ihr die Abwechslung. Hier kommt mal Fracht. Ich bin ja nicht so der Fan von kleinen Modis, aber mit Freunden und Kumpels kann man auf jeden Fall zu 6 oder halt ein paar Leuten chillig die kleinen Modis spielen, aber alleine so die kleinen Modis, naja, ich weiß ja nicht. Ist nicht so mein Ding, finde ich. Aber für euch jetzt hier am Start, Leute, live mit Epic hier bei Fracht. Mal gucken, wie die Lobby ist. Was macht er da? Der hat da richtig Angst, ey. Oh, Junge. Nein, ey, Mann. Diese Leute, die einfach nur da warten. Mein Team jetzt quitten auch schon. Oh, nice. So, die Abwechslung ist real. Oh mein Gott, das fand er nicht so schön, dass ich das gesagt habe. Lass mich mal durch. Ich nehme mal hier das Pickup. Oh, Rakete ist am Start, Leute. So, jetzt hast du mich nicht bekommen. Oh, die müssen immer so von da hinten auf mich geiern. Richtig unangenehm, 3 Tode, ey. Das kannst du auch niemandem zeigen, Mann. Das kann ich doch nicht hochladen, aber wie gesagt, die Map kenne ich nicht so richtig. Ein paar Mal gespielt. Kein Fan von kleinen Modis. Oh, nice. Die Mates stehen einfach nur rum. Ja, auf mich! Natürlich, auf mich! Mit dem Impuls. Ja, nice one. Richtig nice gemacht, Kollege. Kollege der Noobs, ey. Richtig belastender Content, Leute, ja. Ich muss die Fracht übrigens holen und abliefern. So steht es geschrieben. Legenden besagen, Epic ist der Beste drin. Spaß zur Seite. So, jetzt mal hier das hier zurückbringen. Let's go. Ja, was haben wir noch? Hier haben wir ein Pickup. Aber Teammates holen sich das. Ah, der steht einfach nur rum. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, ich treffe ihn noch nicht. War nicht gut von mir. Ey, ich treffe die gar nicht so richtig gerade. Wartet erstmal ab, wenn ich auf Stufe 3 bin. Dann wird wieder hier alles zerstört. Aber so findet ihr die Mate. Oh, mit der CR, sie macht's. Boah, wie ich den beschützt habe, ne? Was für ein Teammate-Kollege ich bin. Never before seen. Man kann es so die Rolle. Ich versuche mal die Rolle zu lernen, Leute. Also die Rolle mit Sprung. Und ein PS4-Controller ist es natürlich schwieriger. Aber naja, das schaffen wir irgendwann. Vielleicht. Ich weiß ja noch nicht. Ich muss ihn eigentlich begleiten, den Typen. Was macht der da oben? Ey, was machst du da oben? Anschießen verboten. So. Ah, ein Bug da hier. Wir haben die Fracht zurückgeholt. So, der macht, glaube ich, einen Punkt. Lass ihn mal einen Punkt machen. Ich glaube, das haben wir jetzt safe auf unentschieden. 5 beide. Oh, Junge, ich klemme doch hier die ganze Zeit nur. So, Umgebungsbombe. Wo laufen die denn hier rum eigentlich auf der Map? Pack das einfach mal hier hin, unauffällig. Ganz unauffällig. So, Thermite-Imploder für die Leute von heute. Erzfeind-Bonus. Der Typ, ich hasse den Typen, der wartet einfach nur und dann geiert er immer. Komm, stirb immer. So, Leute, ich mach mal was, was man eigentlich nicht machen sollte. Eigentlich müsste man die Fracht abgeben. Aber ich spiele mal auf Risiko. Ich lasse sie mal alle zu mir kommen. Ach, die Gegner quitten! Ach so!
Ach, so es fragt. Ja, das ist natürlich dann. Leute, ich kann echt nichts dafür, Mann. Das ist die dritte Folge, die ich heute versuche hier aufzunehmen und es will nicht klappen. Alle quitten immer. Also vorhin eine leere Lobby, Kampfläufer, dann wieder Kampfläufer, leere Lobby. Jetzt so wieder mal fragt so. Also mal die kleinen Modis. Aber ja, was ist denn los, ey? Finde ich jetzt nicht so schön. Was ich übrigens sagen wollte, also. Ich wollte auch ein bisschen Risiko spielen. Ich wollte die halt kommen lassen. Und die dann halt töten. Weil das. Ich lockte ja an, weil ich habe mit deren Fracht. Und ich wollte sie dann weghauen. Ein bisschen so vor der Nase herumtanzen. Ihr wisst, wie das läuft. Und. Aber irgendwie. Ja. Was machen die? Boah, es kommen Leute rein. Endlich wird die Lobby voll. Let's go. Ich springe jetzt die Fracht weg und dann hole ich die nächste Fracht. Ist hier jemand? Oh nein. Ja, ich mag dich auch, Druide. Ich mag dich auch, Druide. Ich mag dich auch so sehr. Hier ist einer, oder? Warte, ich springe mal erstmal weg hier. Erstmal abliefern. Irgendwer ist hier am Düsen. Ba, 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 ba. Die hauen wir weg ohne nichts. Wie nichts, Mann. Als wären die nichts. Oh, scheiße, Mann. Wo ist denn der? Oh, diese Rolle, diese Eleganz. Wie er sich heute, Rebelle. Richtig die Eleganz in der Rolle. Ja, nice. Okay, mein Teampartner hat jetzt die Trophäe bekommen. Das Pack. Ich lasse mal einen Punkt machen, weil ich will das nächste holen. Und dann spielen wir auch mal auf Risiko. Es ist nicht mehr Risiko, weil es steht dann 7 zu 3. Ich denke mal, der macht einen Punkt. Ich vertraue ihn einfach mal jetzt. Und... Oh, er hat die Fracht geborgen. Jo, ich hole die nächste Fracht. Und dann behalte ich die Fracht mal. Und will ich jetzt sehen, wie die Gegner alle auf mich kommen. Wie ich damit umgehe. Der ein oder andere wird wahrscheinlich in den Kommentaren fragen, warum. Okay, okay. Dann nehmt so. Ich mach das mal irgendwie dahin, keine Ahnung. Oh, nice, double kill! Hier, der ist für dich übrigens. So. Ich kann gar nicht mehr ausreden, ne? Ja, hab ich schon? Ja, ich hab's schon. Grundschulrucksack ist for the win hier. Ich krieg sogar mein Sprungbeck nicht benutzen, Mann. Okay, okay, er geht rein. Oh, nice, er ist reingegangen. Es macht so Spaß irgendwie, keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich eine gute Lobby bekommen, oder? Was sagt ihr? Ja, Frage des Tages, Leute. Ist natürlich auf Fracht bezogen. Wie findet ihr Fracht und was sind eure Erfahrungen mit Fracht? Also habt ihr da gute Erfahrungen gemacht und zockt ihr es gerne oder findet ihr Fracht nicht so schön? Und so, das ist die Frage des Tages. Würde mich echt über einen Kommentar freuen, wenn ihr da aktiv am Start seid, weil, ja, aktiv, aktive Abonnenten bedeutet auch aktiver Epic. Also einfach mal aktiv sein, dann bekommt ihr Star Wars Content ohne Ende. Ich werde hier für euch auch mittlerweile, ja, bringe ich auch Abwechslung rein, ne? Es ist ja so, wie es ist. So, das meinte ich. Ich habe jetzt hier meinen Grundschulrucksack, aber irgendwie... Ach, die Gegner machen jetzt diesen. Die machen jetzt diesen. Die holen den anderen. Also unseren Grundschulrucksack. Okay. Oh, ich wusste noch so einer. Bitte stirb. Boah, es war aber richtig close. Der hätte mich fast bekommen. Den kann ich ja zurückbringen. Passiert ja nichts. Soll ich springen denn so, keine Ahnung, bei der letzten Minute oder so weg? Dann haben wir 8 zu 2 gewonnen. Das ist, denke ich mal, relativ akzeptabel. Der ein oder andere wird wahrscheinlich meckern und sagen, hey, du spielst gar nicht das Spiel. Aber doch, wir gewinnen. Warum diese Eile? Wir könnten 3 Minuten das Spiel spielen und nicht gleich das Spiel beenden. Deswegen 3 Minuten schon ausnutzen. Außerdem ist das spannend.
Wenn ich mal die Gegner alle zu mir locke, ich mag nämlich so eine kleine Herausforderung. Oh, nice, man. Boah, die meint nicht dieben. Lauf zu dieben. Jawohl, scheiß Geschützer weg. Keiner mag das Geschütz. Leute, 40-4 fragt, was ist denn los? Was ist denn los? Oh, der kommt angeflogen. Pass auf, pass auf, pass auf. Hau ihn weg. E3 ist for the win, Leute. Er stirbt auch. Chill, chill, chill. Kurz mal einen Bug da. Wo sind denn die? Ich mach mal kurz den hier. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht in deren Arme reinrennen. Vielleicht warten die einfach ja nur. Aber die nehmen jetzt wieder unseren Grundschulrucksack. Ja, ich höre schon auf damit, das zu sagen. Grundschulrucksack. Aber Leute, ist doch so. Also unsere Fracht. Stibitzen die. Okay, okay, okay. Chill, 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 chill. Chill, chill, chill. Junge, ey. Die Geschütze sind nicht OP. Nein. Freue mich schon auf das nächste Star Wars Teil. Wollen die Geschütze noch besser machen. Nein, Spaß. Also dazu habe ich noch keine Information. Aber ich muss wieder Bagda benutzen. Gegner quitten wir. Sorry for that. 43-4. Was soll ich machen, ey? Soll ich mich extra sterben lassen, damit die Gegner drin bleiben, Leute? Ich bin auch ein bisschen so mitverantwortlich, oder? Aber das kann ich ja nicht ändern. So. Was ist hier los? Nichts? Okay. Unsere Frachtkiste ist wieder zu Hause. Unsere Frachtkiste ist wieder zu Hause, ey. Geiler Typ, ey. Disruptor. Ich kann das nicht aus der Luft. Spitzenspieler Killserie. Ey, ich habe ihn noch gar nicht getötet. Na, lass mich mal kurz durch. Warum ist er da AFK überhaupt? Man backt da so. Ich bringe die Dingsfracht weg. Habe ich ja voll vergessen. Warte mal, ich push die mal. Schaffe ich das noch in 20 Sekunden? Ich glaube nicht, oder? Sorry, Leute, ich wollte es ja wegbringen. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Sonst kommt wieder die Dislike-Army, ihr wisst Bescheid. Aber, naja, 46-4 für den Endscore. Ich schaffe es nicht mehr. Ist, denke ich mal, relativ akzeptabel, oder? Gerade mal so eine 4-, würde ich sagen. Habe ich noch geschafft. Ja, die Versetzung ist nicht gefährdet, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr von solchen geilen Gameplay sehen wollt, live mit Epic, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.